Erdung. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der tugenden Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Heute will ich sprechen über Erdung. Jetzt nicht Erdung als physikalisches Prinzip, da gibt es in der Elektrizität etwas Wichtiges, dass man alle elektrischen Geräte auch irgendwo erdet, dass falls es dort irgendwo zu einem Kurzschluss kommt oder dass dann die Elektrizität abgeführt werden kann in die Erde. Das ist ein komplexes Prinzip, wo ich jetzt nicht der Experte bin. Erdung ist aber auch etwas Wichtiges auf dem spirituellen Prinzip. Wir sprechen in dem spirituellen Kontext davon, dass man Erdung braucht, um nicht zu sehr abzuheben. Es gibt nämlich manchmal die Gefahr, dass wenn man auf den spirituellen Weg geht, dass man sich beschäftigt mit feinstofflicher Wahrnehmung, dass man Lichtwesen sieht, dass man tolle Ideen hat, dass man sich beschäftigt mit großartigen spirituellen Prinzipien, dass man sich austauscht, dass man in den Wolken schwebt, dass man Lichterfahrungen macht, dass man sich leicht fühlt, dass man Anahata-Klänge hört, also innere Klänge und so weiter. Und dass man tausend Ideen hat, aber kaum dann noch etwas umsetzt. Also wenn einem dort irgendwo die Erdhaftung verloren geht, dann ist es Zeit, dass man wieder etwas mehr Erdung bekommt. Erdung, also etwas Wichtiges. Aber es gibt nicht nur auf dem Prinzip der Spiritualität die Notwendigkeit für Erdung, sondern es gibt ja auch verschiedene Temperamente. Im Ayurveda sprechen wir von Vata, Pitta und Kapha. Der Kapha-Typ ist der gemütliche Typ, der hat keine Probleme mit der Erdung, er ist geerdet. Der Pitta-Typ ist manchmal etwas, der ist durchsetzungsstark, er hat ein Anliegen und will sich durchsetzen, mit Enthusiasmus, Begeisterung Dinge tun. Der ist typischerweise auch gut geerdet, dann will er etwas auch umsetzen. Manchmal muss er ein bisschen mehr Gemütlichkeit und Bequemlichkeit haben, was auch eine Form von Erdung ist. Aber besondere Erdung braucht der Vata-Typ. Der Vata-Typ ist der luftige Typ, der viele Ideen hat, vieles umsetzen. Wenn man mit 1000 Menschen spricht, meist sein Geist 10-mal schneller, als was man umsetzen kann. Und nachher macht er doch wenig von dem, was er verspricht oder was er sich vornimmt. Dieser Mensch braucht Erdung. Erdung würde heißen, zunächst einmal, ja, sich bewusst machen, da ist die materielle Welt, das sind meine Mitmenschen, die können das und das tun, das ist realistisch, das kann ich tun. So geht es. Und dann eins nach dem anderen umsetzen. Zur Erdung kann beitragen, dass man aufschreibt, was man tun will, dass man sich einen Plan macht, dass man realistisch vorgeht, dass man den Dingen eine richtige Priorität gibt und vielleicht sogar auch tatsächlich etwas Geerdetes tut. Gartenarbeit, Haushalt, all das erdet. Oder auch Körperübungen, zum Beispiel spazieren gehen oder schwimmen oder auch Asanas, insbesondere anstrengende Asanas. Wenn du zu sehr abhebst, zur Erdung kann beitragen, anstrengende Yoga-Übungen zu machen. Zum Beispiel viele Sonnengrüße oder anstrengende Bauchmuskelübungen oder anstrengende Standhaltungen. Auch Virabhadrasana, Heldenstellung oder Heuschrecke oder auch den Pfau. All das sind Übungen, die dir helfen zu einer guten Erdung. Es ist natürlich auch nicht gut, zu sehr geerdet zu sein. Wir wollen ja nicht materialistisch sein. Eine gewisse Bodenständigkeit, eine gewisse Erdung ist gut. Ein gewisser Realitätssinn auch. Aber es ist auch wichtig, hohe Ideale zu haben. Es ist auch wichtig, sich auf die Tiefe des Universums zu besinnen, auf die Tiefe deiner Seele und letztlich auch auf das Göttliche überall. Und so ist es gut, geistige Höhenflüge zu haben und gute Erdung. Wie man auch sagen kann, ein Baum kann umso höher wachsen, je tiefer die Wurzeln gehen. Deshalb, je höher du hinaus willst, desto wichtiger ist auch die Erdung. Ja, das waren einige Gedanken zum Thema Erdung. Mein Name Sukadev Bretz, Gründer von www.yoga-vidya.de. Mehr Informationen über Erdung und andere Tugenden, über Bodenständigkeit, aber auch über Spiritualität, Yoga, Vedanta, Ayurveda auf unseren Internetseiten. Alles auf www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld. In dem Suchfeld kannst du alles eingeben, was du suchst.
und so mehr Informationen bekommen.